Und damit begrüße ich euch hier rasant zurück mit dem mit der Düsenjet-Kamera, die wir jetzt hier beim Nachwuchscup am Start hatten. Wahnsinn, war so ein bisschen wie die Kamerafahrt bei diesem Horrorfilm damals in der Hütte alleine. Wie ist das? Evil Dead, oder? Also nicht der teuflische Dad, aber teuflisch tot. So, Markus Eisenbichle sitzt wieder oben und wir sind jetzt, glaube ich, wieder im normalen Weltcup unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich sollte da vielleicht mehr drauf achten. Wir machen mal einen Quali-Sprung, um die Schanze kennenzulernen, ein Gefühl für den Anlauf zu bekommen. Den Ablauf des Anlaufs. So, eigentlich auch eine schöne Schanze. I like it. Und wir können jetzt ja langsam auch ein bisschen weiter springen, auch wenn das dann für den nächsten Durchgang mit den anderen Springern schon wieder nicht mehr so sein wird. Alter Schwede. Stand ganz schön hoch in der Luft, da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Deswegen machen wir mal die Paul-Haber-Landung. Ich weiß, dass es Haferlandung heißt, aber den Gag, den bringe ich auch seit Jahren schon. Aber ich recycle hier eh nur Gags. Es gibt ein großes Witzebuch, das ich immer und immer wieder verwende. 94,5 nur auf dem vierten Platz. Könnte an der Haltung gelegen haben, ich bin mir aber nicht sicher. So, Ryoyo Kobayashi springt als erstes im ersten Durchgang. Er könnte auch einfach die Seilbahn nehmen. Da ist wieder Medikopter 117. Ach, diese Feinheiten. Ich kann immer nur wieder sagen, ich finde dieses Spiel großartig. Ich kann es immer nur wieder erwähnen. Es macht Spaß. Und schade, dass es nichts Neues gibt. Er fliegt hier aber auch wie eine Kanonenkugel runter. Vielleicht können wir die rote Linie mal angreifen. Ist natürlich auch jetzt nicht Normalschanze. Ja doch, ist Normalschanze, nicht die große Schanze, also die kleine Schanze. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das K-Punkt ist, glaube ich, 90 Meter. Hillside ist wahrscheinlich irgendwas mit 100. Ryoyo Kobayashi mit 101,5 Punkten legt er da schon mal ordentlich vor. Mit einer Luke weniger wäre er da sogar in der Qualifikation vorne gewesen. Wie gesagt, man fliegt wie eine Kanonenkugel runter. Man denkt eigentlich, der Sprung müsste noch richtig weit gehen und dann war's das. Aber mit Markus Eisenbichle 101,5, also das ist ungefähr so das, wo wir landen. Das bedeutet jetzt Doppelführung für Eisenbichle und Kobayashi, was auch nicht überraschend ist, weil nur zwei gesprungen sind. Aber auf jeden Fall haben beide dieselbe Punktzahl, wollte ich damit sagen. So, jetzt schauen wir mal, wo Captain Kuffel denn so ist. Haben wir in der letzten Folge leider vergessen. Pavel Korda. Wenn der irgendwas aufnimmt, dann ist es immer der Rekorder. Reino Jokinen. Früher auch auf Pferden geritten. Och ja, Markus Gandalf wieder. Drängt sich ins Bild. Detlef Schranz. Das klingt sehr nach einem Harpe Kerkeling-Lied. Der Hurz. Der Schranz. Sascha Landau. Ach ja, die dicken Kinder aus Landau. Herbert Reinko, Kleitschoken, Olaf Kleitschoken. Da fällt mir nichts mehr zu. Ein Kleitschoken. Klingt echt nach einem Pokémon. Aber ich glaube, ach hier, guck mal, Kim Kinnunen. Nicht verwandt oder verschwägert. Peter Meyer. Aber leider, ich glaube, Captain Kuffel ist hier nicht mit dabei. Da kann ich mich so durchklicken, wie ich lustig bin. Jetzt wird es langsam schwierig. Chris Black, Zigo Kratzmann, Josef Reuter. Und dann haben wir auch schon Kamil, der jetzt versucht, die Konkurrenz auszustechen. Ah, er ist kalt, ne? Ist kalt, ist Winter, ne? Der Kamil. Mutti zu Hause denkt sich, da holst du dich doch eine Erkältung, der Junge in dem dünnen Anzug im Winter. Ist ja auch so. Upsala. Das ist ein bisschen kürzer und vor allem Kamil Stoch hat einfach diesen Schnee unglaublich gerne. Sorry. 83,5 Punkte. Joa, das war durchwachsen. Der Italiener gibt auch nur die 14. Slowene und Franzose. Und ja, ist ja die Creme de la Creme hier mit dabei. Der Experten. Die Texturen der Bäume sind astrein. Landemanöver war ungültig. Jo, sieht nicht ganz so gut aus. Müssen wir im zweiten Durchgang nochmal ranklotzen. Da ist Kamil Stoch nur auf Platz 17. Also auf so einer kleinen Schanze wirkt sich das natürlich nochmal ganz anders aus. Deswegen machen wir jetzt mal hochkonzentriert. Kamil Stoch schaut nochmal auf die Uhr, er hat noch Termine, muss wahrscheinlich noch seinen Helikopter kriegen. Ja,
noch ein bisschen früh. So, diesmal sind wir aber gelandet, auch wenn die nicht perfekt war, aber der war ziemlich weit. 87,5, die 90 Meter sind theoretisch drin, wenn wir alles optimal treffen. Ich glaube aber, dass das schwierig wird. 111 Punkte, damit müsste die Konkurrenz jetzt nochmal vor ein ordentliches Problem gestellt sein. Schauen wir mal durch, wer könnte denn hier zumindest dicht rankommen? Mirko Milano, Franz Wimmer vielleicht, nö, Paul Haberl, Ernst Holzer, Adam Blanke, also Adam Blanke ist ein Österreicher, ist mir klar. Oh, Michael Fürstenberg schlägt uns und Chris Black schafft es nicht, aber dann ist Kamil Stoch auf jeden Fall schon mal, wahrscheinlich nur Vierter, auf jeden Fall schon mal vielleicht. Das sind doch klare Aussagen, ist ungefähr so wie unsere Politik. Auf jeden Fall vielleicht. Schauen wir mal. Mit Sicherheit schauen wir mal. Ach Mensch, ich will über diese rote Linie springen, verdammt nochmal. 87 Meter, Markus Eisenbichler, das ist doch unfassbar. Ja, hier, komm, dreh dich. Jetzt bin ich sauer. Müsste trotzdem für die Führung reichen. Jo, aber nur 4,5 Punkte. Also ein enges Höschen. Ich sollte diese rote Linie vielleicht einfach mal vergessen. Aber jeder, der das Spiel mal... Oh, da ist wieder der Düsenjet. Evil Dead. Hat einer aus dem Buch der Toten zitiert. Jeder, der das Spiel mal selber gespielt hat, der weiß, wenn man irgendwo so eine Linie hat, das ist, als würde man einer Karotte hinterherlaufen, die an so einer Angel hängt. Man will unbedingt diese Karotte haben, aber man kommt halt eh nicht hin. Okay, diesmal habe ich es dann vernünftig gelassen, aber das war, glaube ich, der beste Sprung, den wir hatten. Kobayashi auch 87 Meter. Mensch, immer gibt einer die 19,5. Jojo, ich will ein Kind von dir. Wie viele Kinder hier gezeugt werden. Ich will gar nicht wissen, wie viele Hanna-Walz draußen rumlaufen. Kleine Hanna-Wäldchen. Ein Hanna-Hain. Ach, schön. So, also Kobayashi gewinnt 215 Punkte, Markus Eisenbichler mit 200,5 auf dem zweiten, Kamil Stoch 194,5, zweimal gestürzt sind wir, aber das ist nur, weil wir einfach unser vollstes Potenzial ausschöpfen möchten. Wir wollten der Beste, der Beste, der Besten sein und das bedeutet für die Gesamtwertung, hier werden die Punkte mitgenommen, natürlich nicht so gut mit den zwei Stürzen, Ryoyo Kobayashi geht wieder in Führung, wenn ich das richtig sehe. Kamil Stoch jetzt auf 2. Markus Eisenbichle denkt sich, ich heb mir das alles doch dann für später auf, wenn es um was geht. Auf dem dritten Platz aber relativ sicher. Und der nordische Nachwuchscup ist hiermit auch vorbei. Also Kobayashi gewinnt das Ding. Das war super spannend. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich den Spannungsbogen so gespannt, dass er gespannt gewesen wäre. Ja, Wahnsinn. Kamil Stoch 2. Markus Eisenbichle. Wie so eine Boyband stehen die einfach. I want it that way. Es gibt aber keine 5 wie bei Brooklyn, die das dann singen. Ja, gut, jetzt haben wir auch genug gepostet, Leute. Es war merkwürdig genug, der Moment. Herzlichen Glückwunsch durch Ihren zweiten Platz im letzten Wettkampf. Im letzten Wettkampf haben Sie 2000 Euro und da kriegen Sie nochmal 500. Und Sie dürfen sogar noch ein paar Drogen einwerfen, um sich eine Powerstufe zu geben. Ja, machen wir mal ausgeglichen. Normalerweise für die Landetechnik populär sind wir wie eh und je. Da haben wir aber einen Punkt weniger als, nee, sogar zwei weniger als der Kollege. Das ist ja unfassbar. Bin jetzt schon ein bisschen sauer. So, gewachst wird. Ich finde den Gesichtsausdruck von unserem Wachser einfach immer noch geil. Der macht das Fenster auf jeden Fall nicht auf. Obwohl beim Wachsen jetzt auch gar keine Dämpfe oder so da sind. Also glaube ich, ich weiß es nicht. Vielleicht stellt er das Wachs auch selber her. So, sie haben den nordischen Nachwuchscup als Zweiter beendet, deswegen dreht sich ein Silberpokal mit tollen Reflexionen unten rechts. Herzlichen Glückwunsch dazu, wir sind stolz wie Bolle. Und trainieren Stefandi Moore, der sieht einfach sympathisch aus, das muss man ihm lassen. Dafür, dass er Sternekoch ist, ist er wirklich auch ein guter Skisprungtrainer. Ja, den Gag, den recycle ich jetzt nicht. Der Kaffee war sehr heiß, ich habe mir die Zunge verbrannt. So, da ein paar Punkte und da ein paar Punkte und da ein paar Punkte und dann ist es doch gut. Landetechnik ein bisschen mehr. Dann gehen wir hier in die 23 und machen da die 22. Dann haben wir richtig Verhandlungsgeschick.
Ich will nur ganz kurz unseren Sponsor nochmal anschauen. Das war doch irgendwie genau Heino Hasslinger. Gernot Hassknecht ist unser Sponsor. Zahlt ihm 240 pro Wettkampf. Und ich glaube, das war der, der den Puff hatte. Wir können das sogar theoretisch neu verhandeln. Haben wir jetzt schon gewachst? Nö. Das merkt man ja meistens. Wenn es mal wieder länger dauert, dann hast du schon gewachst. So, jetzt geht's nach Kuopio. Da kann man zu zweit springen, weil es alles in Koop ist. Den Gag habe ich jetzt mal wirken lassen. Christoph Nager. Ist das der österreichische Justin Bieber? Christoph Nager. Ach, schön. So, Kamil Stoch, Feuerwerk wieder hinten ins Fantasieland. Alles, das komplette Paket hier in Kuopio. Aber wir haben Aufwindverhältnisse, bedeutet, wir können auf jeden Fall schon mal Richtung Schanzenrekord nicht springen. Wir machen wieder ein in der Qualifikation. Der Ballon hinten wird wahrscheinlich in einer riesigen Explosion am Berg zerschellen. Na, Kuopio mochte ich nie so. Das ist so eine komische Flugkurve. Ja, genau. Irgendwie ist das nicht meine Schanze. Und diesmal haben wir auch richtig blöden Seitenwind. Also das wird schwierig werden, da gute Sprünge hinzulegen. Spricht aber dafür, dass die CPU, die Konkurrenz, dann auf jeden Fall richtig scheiße sein wird. 97 Punkte. Ja, einfach mal doppelt so viel. Ich glaube, wir sind langsam ein bisschen overpowered. Dann geht's jetzt in den Wettkampf rein. Kamil sticht für Polen. Oben ein Vogel, der eigentlich nur gleitet. Ein gleitender Vogel. Ein Gleitgel-Vogel. Daraus wird das Gleitgel gewonnen. Ach, diese blaue Linie, ey, in diesem Teamplay Cup macht mich fettisch. 84,1 Punkte. Eine Luke weniger natürlich. Eine Luke Skywalker weniger. Die Wege hinten sind zugeschneit. Kann's immer noch wieder sagen, zu seiner Zeit war das ein tolles Spiel. Und da fand ich die Grafik sogar richtig gut. Aber gut, ich fand auch bei den ersten Radsportmanagern die Grafik gut. Und als ich das dann irgendwann mal anderen Leuten gezeigt habe, die mit Radsport nichts anfangen konnten und halt, keine Ahnung, nur irgendwelche Shooter gezockt haben, haben die gesagt, Alter, du findest da die Grafik gut? Warum? Boah, also dieser Seitenwind, das macht halt überhaupt gar keinen Spaß mit dieser flachen Flugkurve noch. Das sind nicht meine Schanzen. Da würde ich mich nie verschanzen. Alter Schwede. Kopf einziehen. Ja, da sagt er auch. Bro, 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 bro. mach mal ruhig. So nisch, ne? Boah, die sind synchron im Hintergrund. Da ist wieder die Boyband. Krass. Super einchoreografiert. Bin stolz. Mutti vom Fernseher denkt sich, ach ja, der Björn und der Jürgen. Das sind schon zwei. Wir wussten immer, dass sie es mal schaffen werden. Oh, der sieht gut aus. Ja, das war, glaube ich, der beste der Sprünge. Der beste. So, Markus Eisenbichle mit 86,4 macht den Gerhard Schröder Jubel, der ja momentan als Influencer auf Instagram unterwegs ist, was mich maximal irritiert. Diese Weste und wie er dann kocht. Ich weiß nicht, was das soll. Wen will er damit beeindrucken? Ja, war ein wirklich guter Sprung für die Verhältnisse. Dann sehen wir wieder Gandalf in Front und Japan auf 2 und Polen auf 3. Alles wie immer. Dafür sind die polnischen Kollegen mit 32 Punkten. Ist natürlich ein bisschen knapp. Das kann auch selbst Kamil Stoch nicht mehr aufholen. Und auch Michael Fürstenberg nicht. Also es wird noch ein enger Kampf um den zweiten Platz. Ich denke mal, den ersten haben die Deutschen gepachtet. Einfach das Handtuch draufgelegt auf den ersten Platz und dann läuft das. So, aber rechts sehen wir auch die schöne Ski-Alpin-Piste. Also so ein paar Details sind echt nett gemacht, wenn man das weiterentwickelt hätte. Ich meine, man muss ja gar nicht viel weiterentwickeln und so aufwendig kann das doch gar nicht sein, so ein Skisprungspiel zu machen. Oder? Also, ich würde sofort kaufen. Es wäre mir 20 Euro wert. 20, 25 Euro sogar, wenn es sein muss. Das würde ich echt dafür ausgeben. Also, wenn einer von euch programmieren kann, dann macht doch mal ein neues Skisprungspiel. So, Kamil Stoch, guter Sprung, muss man sagen. 182,6 Punkte. Hinten
Diese Vögel machen mich verrückt. Es war immer nur ein Vogel. Dachte, die sind immer zusammen unterwegs. Oh, ja, da haben wir es jetzt etwas zu sehr ausgereizt. Da sehen wir schon Flugkurve niedrig, aber haben das dann in der Balance im Flug ganz gut hinbekommen, auch wenn er jetzt ein bisschen besoffen wirkt. I love Ryoyu, Kobayashi ist der Beste. Schön, wie die auch immer die Plakate austauschen. Für jeden eins. Bitte jeder nur ein Plakat. Bitte jeder nur ein Kreuz. So, Ryoyu Kobayashi dann deutlich, also fast 18 Punkte hinter Kamil Stoch. André Truppe schafft es eh nicht. Adam Blanke auf die 4. Und jetzt kommt Markus Eisenbichler, der es für die Deutschen nur noch heimbringen muss. Kratzt sich nochmal am Pobbes. Jörg und wie hieß der andere? Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Jürgen und Svensen oder sowas. Ach, der eine schaut auf die Uhr, hat keinen Bock mehr. Jetzt waren sie ja im Fernsehen. Ja, der war super. Der war richtig gut. 112,5. Alter, das ist doch nicht wahr. Immer diese 19,5, die dann noch irgendwo reingedrückt wird. 106 Punkte. Das ist schon mehr als ordentlich. Bedeutet Sieg für die Deutschen. Markus Gandalf 460,4 insgesamt, 448 dann für die Polen. Die Japaner auf dem dritten Platz, da hat sich dann eben doch noch eine Verschiebung ergeben, weil Kamil Stoch im zweiten so gut war und eben auch Ryoyu Kobayashi ein bisschen nachgelassen hat. Da wird es nochmal eng um den zweiten Platz. Teamplay Cup Nummer 4 besser gesagt, wird es dann jetzt gleich zum Ende noch geben. Bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. So, Markus Eisenbichle. Das R hat nicht mehr hingepasst. Hat leider zu spät im Lotto gewonnen. Bei der Beflockungsstation war dann leider das Budget schon aufgebraucht. So, Kamil sticht. Noch ein bisschen Training. Training Day. Und dann noch eine Station weiter. Und Ryoyu darf auch noch ein bisschen wachsen und trainieren. Da gehen wir, wie gesagt, immer schnell durch. Rausschneiden tue ich das nicht. Das ist höchstens eine Minute, die wir dafür brauchen. Da muss ich mir jetzt nicht unbedingt Arbeit machen. Wettkampf in Lahti. Ach, der Standard-Gag. Da Lahti, ne? Lena weiß, wovon ich spreche. Der Gag ist aber auch einfach gut. So, Fans sind reichlich da. Choreografie sitzt. Lahti auch nochmal schön in den Busch reingebrannt. Und dann haben wir sogar schönen Aufwind. So ein bisschen böig. Dann können wir mal mit einem Springer versuchen, das wieder hinzubekommen. Nehmen wir wieder Markus Eisenbichle. Schauen, wie weit wir kommen. Hinten das, ja, pornografische Atomkraftwerk in Finnland. Die Finnen haben ja, glaube ich, eh generell sehr viele Atomkraftwerke und setzen da sehr drauf. Ja, also hier kann man echt schön springen. Das war jetzt natürlich aus Luke Skywalker 4. Da kriegen wir die 20 von Polen, die dann gestrichen wird. 110,3 Punkte. Wer es nicht weiß, aber man sieht es ja oben auch. Die beste und die schlechteste Note wird gestrichen, damit da eben auch kein Unfug getrieben werden kann. Und dann hat man eben drei Noten, die dann in die Punktzahl mit eingehen. So, Svensen und Jürgensen, wie geht's euch? Macht ihr irgendwas? Nö, Choreografie vergessen. Haben jetzt auch keine Lust mehr und jetzt sind sie eh wieder weggebeamt. Ich finde schön, dass da immer Leute stehen und sobald man in den Sprung reingeht, steht da keiner mehr. Jetzt eine Luke weniger. Hoppala. Ja, das war ein bisschen schepp. Das wird wahrscheinlich nur 16er, 17er Noten geben. Ja, 17er immerhin noch, da verlieren wir gar nicht so viel. Kamil Stoch ist trotzdem begeistert von sich selbst. Er weiß, die Saison ist bald rum. Dann kann er sich wieder rumgönnen. Und Ryoyu, also es geht ja noch um den zweiten Platz zwischen Polen und Japan. Ich glaube auch, ihr sitzt unruhig auf den Sesseln zu Hause. Ihr wollt wissen, wer wird beim Teamplay Cup Zweiter, Japan oder Polen? Das ist hier die Frage, die auch ganz Deutschland jetzt beschäftigt, in diesen Zeiten. Ach Mensch. Drei
91,4. Bisschen bessere Haltungsnoten, aber das war wieder nix. Da können wir nur von der Gnade der Punktrichter leben. Kobayashi trotzdem mal 3 Punkte gut gemacht für Japan. Also die Japaner, die 50 Punkte vorne lagen, sind jetzt erstmal leicht im Vorteil. Wir wissen natürlich nicht, was die Mitstreiter gemacht haben. Wenn wir uns das mal anschauen. Cigar Kratschmann ist, glaube ich, Slowene. Also wir schauen einfach. So wichtig ist es auch nicht. Ich weiß, ganz Deutschland diskutiert drüber, aber so wichtig ist es natürlich nicht. So, jetzt kommt Markus Eisenbichler. Die Deutschen sind ja schon eigentlich in trockenen Tüchern auf Platz 1. Trotzdem sollten wir ihn einfach mal nicht stürzen lassen. Das wäre doch ganz nett. Und dann haben wir hier bei wirklich guten Sprungbedingungen eine Telemark-Landung gemacht und kriegen trotzdem dieselben Haltungsnoten wie die Kollegen. 96,1 Punkte sind es dann insgesamt, aber trotzdem ein bisschen weiter gewesen der Sprung anscheinend. Also Markus Eisenbichler bringt Deutschland hier auch in Führung. Die Österreicher sind aber auf Platz 2. Punktgleich mit Japan, und auf Platz 3 kommen die Polen, die dann genau diese 3 Punkte Rückstand haben. Das wird noch ein sehr, sehr enges Höschen. Und die Österreicher spielen da auch noch eine gewichtige Rolle hinten raus. Also kann sein, dass dann einer Zweiter wird, einer Vierter wird von unseren Springern. Und dann sind es natürlich schon mal 100 Punkte Unterschied. So, wir legen los. Kamil Stoch muss jetzt nachlegen. Muss einen guten Sprung raushauen. Richtung rote Linie vielleicht. Sehr guter Sprung. Super. Wie gesagt, lässt sich total gut springen. 112 Meter, 108,8 Punkte. Das ist was, was jetzt Ryuyo Kobayashi erstmal nachmachen muss. Da gibt es auch Chicken Tikala oder was auch immer der Sponsor von Lahti ist. 199,2 Punkte. Bei 200 hätte er eine Waschmaschine gewonnen. Schade. So, jetzt zählt es. Also 199,2 kann Kobayashi nochmal kontern. Nicht so gut. Ja, hinten raus nochmal gut gezogen, aber ich glaube nicht, dass es ganz so gut war. 111,5, gute Haltungsnoten, 109,9. Also dann doch hinten raus nochmal viel gemacht, aber wir lagen eigentlich ein bisschen schepp in der Luft. Sieht man wahrscheinlich bei der Balance im Flug, 94,3 noch ordentlich. Und dann ist Kobayashi weiterhin diese 4 Punkte vorne. Also bringt den Vorsprung ins Ziel. Mal schauen, was die Konkurrenz dann gemacht hat. Markus Eisenbichler jetzt nur noch quasi pro forma springt er da jetzt mal runter. Aber eigentlich gibt es da nicht viel zu tun. Die Deutschen werden gewinnen. Und damit ist es auch schon passiert. Deutschland gewinnt den Teamplay Cup. Markus Eisenbichler mit 111 Metern und 110 Punkten. Sogar nochmal besser als die Konkurrenz. Ganz, ganz stark. Also gewinnt wahrscheinlich Markus Eisenbichler hier auch generell den Einzelwettkampf. Dann ist Polen auf der 2, Japan auf der 3. Was bedeutet das für die Gesamtwertung? Da sind sie dann punktgleich, aber Japan wird jetzt hier auf Platz 2 gewertet und Polen auf 3. Weiß nicht, wie das dann gewertet wird. Das müssen die jetzt im Hintergrund austragen. So, jetzt wieder die Boygroup mit der Choreografie. Yes! Geil, super. Den Daumen. Richtig voll am Puls der Zeit. Immerhin deppt hier noch keiner. Das ist sehr, sehr positiv. Übrigens ist ja auch Markus Gandalf und Atsushi Nishio Gesundheit, Michael Fürstenberg. Also keiner unserer Springer, die hier dabei sind. Aber wunderschön. Ja, der in der Mitte, der macht sogar manchmal diesen Sidestep, den man im Club immer macht. Wirklich total selbstbewusst, wenn man dann 3 Wodka-Intos hat, dann traut man sich richtig, dann geht man richtig ab. Achtung, jetzt mach schon den Step wieder rüber. Wir machen die nur einmal. Na, Mensch. Also, Saison ist vorbei. Haben wir richtig flott durchbekommen. Ich glaube, 2019, irgendwann Mitte 19 angefangen. Jetzt sind wir schon durch. Ähnlich wie beim Abo-Team, wo wir 2018 angefangen haben oder 17 sogar. Joa. So, wir werfen nochmal einen Blick. Markus Eisenbichler, Weltranglistenposition nur 3. Teamplay Cup hat Kamil Stoch als 3. beendet. Der gewinnt aber dafür den Einzelwettbewerb. Und Ryuyo Kobayashi 2. und ist auch 2. hier, also der Vize-Kobayashi.
muss man ja so sagen. Da sehen wir es jetzt auch nochmal in der Übersicht. Markus Eisenbichler, ich finde auch sehr, sehr gut getroffen. Könnte 1 zu 1 Markus Eisenbichler sein oder auch nicht. Könnt ihr euch aussuchen. Nachwuchs Eurocup Dritter, Blütencup Zweiter, Nordischer Nachwuchscup Dritter und den Teamplay Cup hat er dann gewonnen im Team im Davis Cup. Da fühlt er sich sicher. So, Kamil Stoch, Teamplay Cup nur Dritter. Er ist eher so der Einzelkandidat. Auch sieht Markus Eisenbichler, wie ich finde, sehr ähnlich. Blütencup gewonnen, Eurocup, Nachwuchscup Zweiter. Und dann schauen wir uns Ryoyo Kobayashi an. Auch könnte eine Familie sein. Nachwuchs Eurocup Zweiter, Blütencup nur Vierter. Das ist sehr, sehr schwach. Da gab es wahrscheinlich mal ein paar böse Stürze. Ich finde, die japanische Flagge, wie die da im Wind weht, ist auch astrein. Das ist HD Plus. UHD 4K und im Teamplay Cup Zweiter. Damit wären wir das erste Mal durch. Markus Eisenbichler hat sich qualifiziert, Kamil Stoch hat sich qualifiziert und Ryoyo Kobayashi hat sich auch qualifiziert. Ich würde jetzt aber erstmal keine neue Saison beginnen, sondern hier die Abmoderation machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit drei neuen Springern. Dann geht es wieder in den Nachwuchscup rein und wir kratzen wieder mit unseren Skienden am Hang entlang mit irgendwelchen Gurken, die wir dann natürlich verbessern und irgendwann Schanzenrekorde en masse springen werden. Ich sage danke fürs Schauen und bis zur nächsten Folge Skispringen 2007. Bis dann.